Okay, das ist Chamonix, der Schneeteil wahrscheinlich, den ich ja gefahren bin beim letzten Mal. Kann zumindest sein. Ja, ich sehe es ja dann. Okay. Hier ist die Überlegung wichtig, wie Sie die aufeinanderfolgenden Kurven in der zweiten Hälfte des Kurses nehmen wollen. Versuchung ist groß, beide in einem einzigen langen Drift zu durchfahren, doch seitliches Schlittern sollte auf das absolute Minimum reduziert werden, da eine möglichst vorwärtsgerichtete Fahrt zu besseren Rundenzeiten führt. Geben Sie zudem Acht, dass Sie Kurven nicht zu großzügig nehmen. Versuchen Sie stattdessen auf der inneren Linie zu bleiben. 1115 Kilogramm wiegt er nur. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte gedacht, er wäre schwerer. Ganz gut. Okay, Fahroptionen. Aktionskontrolle aus. Brauche ich gar nicht. Und mal starten. Es lädt noch. Ich muss also noch ein bisschen warten. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tippt noch nicht bei dem. Okay, gut. Genau im Weg war der, da konnte ich nicht viel machen. Ich sehe nichts. Hat man wirklich nichts gesehen. Den Teil eigentlich gar nie gefahren. Oder schon lange nicht mehr, sagen wir es so. Wow, da bin ich jetzt viel zu langsam gewesen. Aber für eine Strecke, die ich noch nicht gekannt habe, das ist gar nicht mal so schlimm. Kann ja nur noch besser kommen. Oder auch nicht. Muss ich nochmal ran. So, dein Plan gewöhnen jetzt. Ich habe gedacht, ich werde den Teil der Strecke schon mal gefahren, aber bin ich gar nicht. Boah, knapp. Hab bin schon viel weiter vorne als letztes Mal. Eine Sekunde oder so, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ah, der ist jetzt genau im Weg. So, schon viel besser. Es fehlt eben noch etwas mehr als eine Sekunde, aber auch das kann man noch gut machen. Weil die Fortschritte sind ja gut spürbar. Leider fährt er genau innen durch, wo ich eigentlich auch durch will. Das kostet dann viel Zeit. Hier habe ich dafür kaum was verloren.
hier habe ich auch was gewonnen. Eigentlich verwunderlich, wie spät man hier auf die Bremse treten könnte. Was ich aber irgendwie nicht mache, weil ich zu viel Angst habe. Und ich muss hier sowieso außen durch. Jetzt habe ich es natürlich vermasselt. Also nein. Also nein. Ich musste irgendwie einen besseren Weg finden, das wär's. Fuck. Innen zu bleiben, so gut es geht. Gut geschafft. Da musste ich jetzt zum Gas, ging nicht anders. Aber jetzt habe ich viel mehr Geschwindigkeit als beim letzten Mal. Ich wette, ich war wieder zu früh auf der Bremse. Kann man jetzt holen? Viel bessere Schlusskurve als beim letzten Mal. Und das reicht zu Gold, deshalb. Genau deshalb hat es zu Gold gereicht. Wegen der besseren Schlusskurve. Auch sehr schön. Mir gefallen Schneerallys eigentlich. Ich habe auch schon in Gran Turismo 5 gab es auch schon Schneerallys. Und das war von mir aus gesehen das bei weitem einfachste zu gewinnen. Wirklich sehr einfach. Man hatte dann noch den Co-Piloten an Bord, der die Richtungsänderungen gezeigt hatte, aufgeschrieben hatte und gesagt hatte. Das hat dann sehr geholfen. Hier von außen beim Renault 5 Turbo vorbeigerast. Hier gut erwischt, also echt gut erwischt, muss ich sagen. Ein bisschen vom Gas gegangen und dann hat schon geklappt. Hier viele Sprünge, viele kleine Sprünge. Dir ein bisschen zu spät auf die Bremse. Bin ich also nach außen gerutscht. Hat dafür hier immer noch eine gute Spur. Und hab's diesmal mit mehr Köpfchen gemacht als beim letzten Mal. Bin wieder nach innen gefahren. Und hab die Kurve dann so viel besser anfahren können. Und deshalb hat es gereicht. Okay, nochmal 64.800, wenn ich bei den beiden anderen auch so viel gewinne. Und davon gehe ich aus, habe ich 20 Millionen geknackt. Die Drohnen speichern. Ja, natürlich. Okay. Dann kommen wir schon zu der vierten Mission. Wie viel Uhr ist es eigentlich? 1946, wow. Jetzt kommt noch der Lotus. Ein sektorbasiertes Zeitrennen auf einer Strecke, auf der schon viele legendäre Veranstaltungen stattfanden. Brands Hatch in Großbritannien. Hängen Sie die gegnerischen Fahrzeuge ab und fahren Sie so schnell wie möglich in Richtung Ziellinie. Hier gibt es nur 4 Kurven, deshalb müssen Sie jede einzelne perfekt durchfahren und jede sich bietende Gelegenheit zum Überholen nutzen. Trauen Sie sich ruhig, sich in die Innenseite eines Gegners zu drängen, wenn Sie meinen, sich so einen Vorteil verschaffen zu können. Die erste Kurve ist die wichtigste. Wenn Sie diese schnell und geschmeidig durchfahren, dürfte der Rest ein Kinderspiel werden. Ja, die erste Kurve ist aber sehr schwierig. Ein bisschen wie die Corkscrew. Einfach mit viel mehr Geschwindigkeit zu nehmen, das macht es schwierig. Jetzt zwar keine Schikane wie die Corkscrew, aber es geht auch wirklich steil bergab. Und die Kurve ist wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. Ist nicht einfach. Aber damit starten wir gleich mal, sobald es fertig geladen hat. Und
damit auf geht's! Ich vergaß, Lotus Elise. Nicht einfach zu fahren, das Auto. Dein klein Buckel im Spiegel, Entschuldigung. Das war gut. Weitere Analyse vorbei. Und dann noch den da vorne. Auch an dem vorbei. Aber für Gold wird es, glaube ich, nicht mehr reichen. Nein, wird's nicht. Für Silber. Dann eben nochmal. Den vierten schalten. Ich habe es wahrscheinlich schon die zweiten Kurve vergeben. Nicht unbedingt der ersten. Es ging zwar auch schneller, ganz klar. Oh Mann. Das ist nicht gut. Nö, nö, nö. So kann das nicht gehen. So. Nochmal gleich den vierten. Wow, da war ich viel, viel schneller. Dafür bin ich jetzt noch einen Zacken schneller. Das könnte auch noch besser werden. Innen durch. Ist eigentlich gut, aber dafür jetzt viel zu weit nach außen. Deshalb habe ich versagt. Schade. Dann nochmal. Erwischt die erste Kurve jetzt gleich besser. War schon zu schnell. Dafür bin ich jetzt weit vorne. Ich kann hier eine gute Kurve ziehen und habe die Chance, jetzt wieder innen vorbei zu fahren. So, noch ein bisschen bremsen. Und jetzt ins Ziel. Das muss reichen. Ja. Ganz klar hat gereicht. Und damit verlassen. Jetzt habe ich auch hier Gold. Fehlt nur noch eine Prüfung. Und die ist schwierig, weil es auf dem Nordschleife stattfindet, deshalb 8 Minuten geht. Hier eigentlich gut gefahren, nur ein bisschen zu schnell und deshalb nach außen gefahren. Dafür hier auf der Bremse sehr stabil. Und auch im Ausgang relativ gut. Konnte hier innen vorbeiziehen. Und habe hier eine gute Kurve hingelegt. Und auch hier konnte ich innen durch und ins Ziel fahren. Obwohl es noch ein bisschen schneller gegangen wäre. Sehr wahrscheinlich. Sei so. $19.950.000 habe ich schon, wow. Wiederholung wird gespeichert. Das kann man nämlich später noch auf YouTube stellen, wenn man will. Wenn ich mich für gut genug halte dafür.